Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute möchte ich euch ein neues Projekt vorstellen namens Taylor Capital. Das Ganze ist schon etwas länger auf meiner Research-Liste und ich habe es jetzt gefühlt den halben Februar bzw. seit dem Launch zum 1. März beobachtet. Ich bin selbst noch nicht investiert, muss ich dazu sagen. Ich werde mir jetzt erst die Entwicklung der Renditen und der ganzen Transparenz anschauen, wollte es euch hier aber schon mal vorstellen, damit ihr euren eigenen Research machen könnt. Und zwar ist Taylor Capital eine Investmentplattform, bei der man entweder von deren Trades oder von deren Investments profitieren kann. Für mich immer ganz wichtig, warum stelle ich das Ganze vor? Weil ich eines der Teammitglieder kenne und großes Vertrauen in diesen Mann herrscht. Und zwar ist das Bruno. Bruno hat unter anderem schon im Pistenprojekt mitgearbeitet, war für das gesamte Design und unter anderem für einige Coding-Sachen zuständig. Und die Firma, die jetzt hinter Taylor Capital steckt, ist Quant4x. Wenn wir hier dann ein Stückchen runterscrollen, dann sehen wir auch das gesamte Team. Also Bruno hier in diesem Fall ist der Chief Operating Officer, der sich um weitestgehend Marketing-Dinge kümmert, weil er eben das bekannte Gesicht ist, sage ich mal. Und Andres Johnson ist der CEO. Man kann von beiden die LinkedIn-Profile einsehen. Diese Personen sind 100% legit, da sie schon länger im Space sind. Und wie gesagt, immer abgeliefert haben. Von Andres Johnson habe ich jetzt noch nicht viel gehört. Die gesamte Reputation für das Projekt aus meiner Sicht hängt mit Bruno zusammen. Hierzu kann man sich beispielsweise auch eine AMA auf dem Kanal von CryptoVo anschauen. Hier wurden circa eine Stunde Fragen beantwortet und er hat nochmal genau erklärt, was der Hintergrund davon war. Aber jetzt möchte ich euch hier erstmal einen Überblick geben, worum es denn hier generell überhaupt geht. Das Ganze läuft erstmal grundsätzlich auf der Binance Smart Chain, wie ihr oben schon seht, mit BUSD. In Zukunft wird es voraussichtlich auch USDC und USDT als Investmentwährungen geben. Um zu starten, muss man einfach nur seine Wallet verbinden und man kann dann hier in verschiedene Produkte investieren. Und die verschiedenen Produkte, die aktuell angeboten werden, sind diese vier. Also man kann entweder vom Metall- oder Forex-Trading profitieren, man kann in Indizes investieren oder in den Energy-Sektor. In Zukunft werden noch zwei weitere Sparten rauskommen, vermutlich noch wesentlich mehr. Aber die zwei weiteren Sparten sind zum einen Car Rental, also sie werden quasi Autos mieten und die Rendite, die dadurch erwirtschaftet wird, wird dann an die Investoren zurückgeführt. Und der zweite Part ist Real Estate, also quasi der Immobiliensektor. Dort werden dann Immobilien gemietet, gekauft, je nachdem natürlich, wie viel Kapital vorhanden ist und die Rendite dann auch natürlich wieder letztendlich an die Investoren ausgeschüttet. Wir sehen jetzt hier in den letzten 5 bzw. 6 Tagen, es ist schon ein bisschen was investiert worden, also ungefähr rund 50.000 US-Dollar in BUSD. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal ein Produkt anschauen, die sind hier alle als High Risk gelistet. Da es natürlich Trading ist, beim Trading kommen Gewinne, kommen Verluste, wir kennen das alle. Jedenfalls, ich möchte euch jetzt mal das Beispiel hier am Forex erklären, da das für mich persönlich das Interessanteste ist. Und wir klicken mal hier auf More Details und dann können wir unter anderem auch einsehen, was hier potenziell wöchentlich, also in 7 Tagen erwartbar ist. Die traden natürlich nur während der normalen Börsenöffnungszeiten von Montag bis Freitag, da das eben der Stock Market ist. Und sie sagen hier, beziehungsweise sie geben einen erwartbaren Wert von 2,33% pro 7 Tage. Also ungefähr 9% im Monat, die hier erwartbar sind mit einer Investition. Man kann dann hier beispielsweise seine Investmentdauer auswählen. Das Ganze reicht von 2 Wochen bis zu 5 Jahren. Danach ist das Kapital wieder unlocked und man kann es dementsprechend wieder auszahlen. Wie verdient die Firma hier in diesem Fall? Es gibt keine Fees bei Ein- und Auszahlungen. Es gibt hier nur ein Profit-Share-Programm. Heißt, die Firma nimmt nur 10% von der wirklich erwirtschafteten Rendite und wird damit dann quasi vergütet. Also die Firma profitiert in diesem Fall nur, wenn auch der Kunde, also du oder ich, wenn wir jetzt hier investieren würden, verdienen. Zudem, was mir auch ganz wichtig war, was ein weiterer Faktor für ein Legit-Projekt ist, dass hier kein großes Affiliate-System hintersteckt. Profit-Share-Affiliate-Systeme sind ja immer in Ordnung. Dementsprechend gibt es hier auch einen ganz geringen Bonus. Also es gibt 1% von dem Profit der Personen, die man in dem Fall geworben hat, ausgeschüttet. Also hier wird auch kein zusätzliches Geld durch diese Referral-Boni verschwendet bzw. an Personen ausgeschüttet, sodass das Ganze hier irgendwie Schaden nehmen würde. Was hier ganz wichtig ist zu erwähnen, das ist wie gesagt für alle Produkte unterschiedlich. Sie traden von Montag bis Freitag und je nachdem, wann man investiert, kann es sein, dass die Einzahlung erst dann ab dem kommenden Sonntag wieder das Arbeiten anfängt. Deswegen wundert euch nicht, wenn nicht sofort Rendite angezeigt wird. Ihr seht das immer unter den einzelnen Produkten, könnt das einsehen. Genauso ist es mit den Claims. Man kann sofort seine Profits hier rausziehen, allerdings sind diese immer erst verfügbar nach Ende des Cycles. Also es ist immer ganz genau beschrieben, wann könnt ihr einzahlen, wann könnt ihr auszahlen, wann fängt das Kapital an zu arbeiten, dass hier nicht von Anfang an Unstimmigkeiten entstehen, beziehungsweise die Leute fragen, warum arbeitet mein Kapital nicht, beziehungsweise warum kann ich hier in dem Fall nicht auszahlen.
Das lukrativste Produkt, wenn wir uns nochmal die gesamten hier anschauen, sind, glaube ich, aktuell die Metalle, beziehungsweise wenn wir uns hier mal die Details anschauen, dann sehen wir Metalle, sagen sie ungefähr 5% pro Woche. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan, aber ich glaube, dass die Metalle die lukrativsten waren. Das war bei 3,4 und im Energy-Sektor sagen sie ungefähr 0,5% pro 7 Tage. Also das ist aktuell das Produkt mit der geringsten erwartbaren Rendite. Also wie man jetzt an der Homepage und generell an dem ganzen Aufbau sieht, ist es sehr, sehr clean aufgebaut. Was für mich auch immer wichtig ist, was machen die Social-Media-Kanäle? Sie haben unter anderem Twitter, LinkedIn, Instagram, sogar einen YouTube-Channel, den man sich hier bereits anschauen kann, beziehungsweise ein Video, das man sich anschauen kann, um das ganze System zu verstehen. Dann, wie gesagt, gibt es eine offizielle LinkedIn-Seite und das Twitter-Profil wurde auch schon im November 2021 erstellt. Und das zeigt auch nochmal, dass an diesem Produkt nicht erst seit gestern gearbeitet wird. Worauf ich jetzt beispielsweise warte, ist Trading-Ergebnisse, tatsächliche Renditen. Also ich werde mir das Ganze jetzt über den Monat März anschauen, wie sich die Renditen entwickeln, generell auch die komplette Transparenz, wie offen sie mit denen umgehen, auch wenn mal Trades schief laufen. Und dann würde ich ein Investment ab Anfang April ungefähr in Erwägung ziehen, je nachdem natürlich, wie sich das Ganze entwickelt. In Zukunft sind, wie gesagt, zwei weitere Produkte geplant. Also Real Estate wird dazukommen und Car Rental, von denen man profitieren. Das könnte auch sehr, sehr interessant sein, je nachdem, was dort für eine Rendite ausgeschüttet wird. Und potenziell ein eigener Token, sozusagen ein Governance-Token des ganzen Projekts, ist geplant. Wie, wo, was, was der Token dann letztendlich macht, wird dann auch in zukünftigen AMAs, denke ich mal, besprochen. Aber das Ganze dauert noch. Nur, dass ihr hier an dieser Stelle auch mal einen Zukunftsausblick habt, was ungefähr kommen wird. Aus meiner Sicht das aktuelle Ganze sehr, sehr clean aufgebaut. Wie gesagt, die Reputation ist da durch vergangene Projekte. Sie sind alle gedoxt. Sie zeigen sich öffentlich in AMAs. Deswegen halte ich das Ganze hier für ein Legit-Projekt. Ich denke, ein Rugpull ist zu 90% ausgeschlossen, möchte dennoch aber auf mehr Transparenz warten, was die gesamten Investments und die Performance dieser angeht. Das jetzt hier als erste Übersicht zu Taylor Capital. Sollte ich investieren, werdet ihr es natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal erfahren. Dementsprechend, wenn ihr solche Dinge nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, kommt auch gerne auf unseren Community-Discord. Der Link zum Projekt als auch zum Discord wird natürlich unten in der Videobeschreibung sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.